darfst nicht rappen, weil du bist zu alt. Ich bin zu alt, kann ich verstehen, aber darfst du schon in den Kindergarten gehen? Yo, Papa. Ja. Darf ich heute rausgehen? Mit wem gehst du? Mit Ali. Wann gehst du? Ich würde denn eigentlich jetzt gehen. Wann kommst du? Sind wir hier bei einem Interview oder wieso stellst du mir so viele Fragen? Ah, respektlos. Du bleibst zu Hause. Hä, wieso? Wer bin ich, wer? Hamad El Mustafa Wali. Nein, ich meine, wer bin ich für dich? Ach so, du bist mein Vater, ist ja klar. Genau deshalb bleibst du zu Hause, weil ich das Sagen habe. Okay, gut. Ich bin seit neuestem Rapper geworden und ich werde jetzt gegen dich ein Diss-Track machen, ne? Oh nein, nein, nein. Wir machen gleich hier ein Battle. Ananasikim. Du alter Knacker, willst gegen mich ein Battle machen? Ja, natürlich. Na gut, aber ich darf dich dissen, okay? Okay, na gut. Runde 1. Och nö, ich bin dein Sohn, das ist schon wirklich Strafe genug. Ich wünschte, ich hätte zu dir wirklich keinen Bezug. Jeden Tag chillst du auf dem Sofa und isst einfach Chips. Wollt ihr ein Fettsack werden? Mein Vater hat genug Tipps. Dieser Affe kriegt nur wegen mir keine Geld. Benutzt ein T-Shirt als Zelt, der Typ hat keinen Job und schuldet Kindern Geld. Definition von Loser, er nennt den Döner mein Bruder. Frisst sich Tag und Nacht voll, fragt, ob er abnehmen soll. Yeah, zerflext, hab ich dich zerflext. Okay, du warst nie meine Kacke, aber jetzt bin ich dran. Pass auf, alter Mann, nicht, dass du dich verletzt hier. Ey, bin der Vater, das schon ehrlich Strafe genug. Ich wünsche dir zu dir wirklich keinen Bezug. Zockst jeden Tag Fortnite mit deinen Freunden, die sind noch bei Mama, die ihr Bett auf Freund. Das war's? So kurz? Was bist du für ein Loser? Das war ja gar nichts, ich habe ja sicher gewonnen. Ich kann's auch verstehen, du bist ein alter Knack und hast wahrscheinlich nicht so viel Luft, aber ja. Du bist so schlecht, wirklich, ne? Ich bin so frech, ich klär mir sogar deine schöne Mama. Sie ist sogar meine Frau und das ohne ganzen Drama. Ich baller die Reime, du weißt genau, ich bin dein Baba. Also komm auch und rede nicht so viel, du kleine Kachbar. Du alter Knacker, ich habe gewonnen. Nein, du Hosenscheiß, ich habe klar gewonnen. Willst du noch eine Runde? Let's go. Runde 2. Zweite Runde, ich zerflex dich. Ich rasier dich gegen den Strich. Wenn ich Hilfe brauche, bist du nie da. Ey, denk nicht, du rappst in meiner Liga. Ich bin nicht in deiner Liga. Ich bin drüber, du Verlierer. Du bist wie eine kleine Ratte, Digga. Hätte ich keinen Bock gehabt, wärst du hier nicht da. Du nennst mich Ratte, alter Knacker. Meine Flows sind clean wie Wasser. Deine Rückenhaare erinnern mich an den Wald. Darfst nicht rappen, weil du bist zu alt. Ich bin zu alt, kann ich verstehen. Aber darfst du schon in den Kindergarten gehen? Ey, Cola ist ab dem 6. Alter. Du bist jung, wie wär's mit Wasser? Du bist so fett, du musst ins Bett. Es ist schon 18 Uhr, ey, sei jetzt nett. Ey, okay, warte, dann halt die Klappe. Geh jetzt rauf, sonst kriegst ne Klatsche. Ananasikim, ja, geh schlafen. So Leute, wer hat gewonnen? Schreibt es in den Kommentaren. Aber es ist ganz klar, der Hosenscheiß muss jetzt schlafen gehen. Er hat Angst vor mir gehabt, deshalb er muss schlafen. Deshalb ich habe gewonnen. Das ist ganz klar, ganz klipp und klar. Falls du Ehrenmann oder Ehrenfrau bis jetzt geschaut hast, dann kommentier diesen Emoji in den Kommentaren, damit ich sehen kann, ob du bis jetzt geschaut hast oder nicht. Tamam? Okay. Falls ihr wollt, dass die Mutter mal gegen die Tochter rappen soll oder der Deutschlehrer gegen den Mathelehrer, ich weiß ja nicht, dann gibt's im Video einen Daumen hoch, damit ich es sehen kann. Ja, wie gesagt, liken und abonnieren nicht vergessen und ja. Was soll ich sagen? Eine ganz kleine Anmerkung, ich bin krank, meine Stimme ist gar nicht da, ich habe Halsschmerzen. Aber ich habe trotzdem versucht, das Video zu machen. Ich hoffe, alles war okay für euch, auch mit meiner Stimme. Was ich noch sagen wollte, bye!